don't have much time. HMS Conqueror will be arriving within a couple of days. Any leads where they might store the cargo? Not really. But I know someone who might know. Ja, und damit hallo und willkommen zurück bei Phantom Doctrine. Und scheiße, wir haben eine aktuelle Gefahr von 525. Wir müssen unser Versteck verlegen. Es kostet aber 4000. Boah, übrigens haben einige Level abbekommen. Es dauert länger, bis der Agent verblutet. Erhöhte Reichweite des Feuerschutzkegels. Geringere Abklingzeit für Fokusfähigkeiten. Oh, die könnte man alle noch so gut trainieren, aber es ist... Ausgezeichneter Werfer. Modifizierte Ausrüstung, schnelleres Nachladen, geringe Abklingzeit. Ne, Bonus-EP bei Missionen nehmen wir mal rein. Sanitäter, Bewegungsbonus, wenn er Leute trägt. Erhöhte Bewegungsreichweite oder kann nicht entdeckt werden. Wir machen, kann nicht entdeckt werden. So viel dazu erstmal. Und wir müssen jetzt die Leute ausstatten. Ach, wir können ja doch Waffen verkaufen. Tut mir leid. Ich dachte zwischendurch, ich kann keine Waffen verscherbeln. Um Geld zu bekommen. Aber wir brauchen die 4000, um unser Quartier mal eben loszuwerden. So, nimm die einfache Pistole. Weil wir haben ja vorhin gesehen, wenn ein Agent mal abgefangen wird... Muss der bewaffnet sein, ansonsten kriegen wir einfach nur auf Fett auf der Omme. So, die AK gebe ich dir nicht mit. Du nimmst die M10 mit. Und die Estrella. Und die kleine französische Pistole. So, meine aktuellen Agenten. 14 von 13 komischerweise habe ich. Ach so, weil ich den einen Typ nämlich mal geholt habe. Wie heißt er? Ist doch egal. Die Behäuseinitiative steht kurz davor, unser Versteck zu finden. Wir werden unser Versteck jetzt nach Bhopal verlegen. Obwohl ich auf der Karte ständig hin und her klicke, weil ich nicht mal wo Bhopal ist. Wir müssen auf jeden Fall jetzt dieses U-Boot finden, wo die die Fracht drin haben. Naja, erstmal sind wir sicher. So, Fälscherstube. Bestimmt wieder keiner zugewiesen. Ach so, weil er aktuell in der Krankenstation ist. Moment, dann fälscht der Arschgeier. Hauptsache, irgendjemand ist drin. Analysezentrale. Ich glaube, für die Pinnwand hatten wir keine neuen Informationen. Dann gehen wir erstmal auf die Weltkarte, gucken, wo unser neues Quartier ist. Ach, da ganz hinten. Das ist ja mal richtig scheiße. Und dann schicken wir Hieb mal nach München. Ja, und sonst warten wir jetzt erstmal, bis unsere Agenten wieder geheilt sind. Der macht hier die Aufklärung. Und die beiden Agenten bleiben drüben in Chicago. Damit wir halt den amerikanischen Raum auch abdecken, ne? So einfach ist das. Weil mein Versteck ist ja jetzt total kacke von der Lage. So. Im Labor im Moment keinen, den wir noch einsetzen können. Das Unterstützungskram, ne? Maximale Gefahrenwelle wird erhöht. Weiteren Platz im Labor freischalten. Aber im Labor brauche ich eigentlich gerade nichts. Du bist ja eh nicht vor Ort. Maverick und so weiter. Ja, Schalldämpfer kann ich jetzt zwar kaufen, aber immer nur für Pistole. Ich glaube, so viele habe ich nicht mehr, die mit der Pistole hantieren können.
Und wenn, dann brauche ich was anderes als die französische DAO. Asgeier wird paranoid. Er behauptet, er sehe sie überall. Asgeier hat sich freigenommen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Okay, jetzt fehlt mir jetzt wieder jemand, der Geld fälscht. Du kriegst eine neue Identität als Amerikaner. Wie lange seid ihr noch in der Krankenstation? Oh, ich sehe schon. Vor allem Kanaster hat ja ordentlich was kassiert. Die wurde ja niedergeschossen auf einer Mission. Hat überraschenderweise überlebt. So, neue Informationen mal 5. Oh, Fidel Castro könnte verwickelt sein. Mal kurz gucken. Ist ja schon wieder ein paar Tage her. Da haben wir Topmodel. Topmodel habe ich gerade gesehen. Dann haben wir hier einen Text. Interessante Informationen über die letzte Flüge der SR-71 über die Kammer. Es gibt eine ganze Menge 747 Flüge, die hier drüber fliegen. Anfangs dachte ich, es seien Flüge von, zu oder vielleicht Charterflüge der Boxer. Aber raten Sie mal nichts davon. Ich glaube, von dem Zimmer 65 wird daran großes Interesse haben. Also jemand vom Zimmer 65. Da ist das Sommerhaus. Wahrscheinlich habt ihr schon die Verbindung gesehen. Da ist der Bulle. Jerry Mullins, die Nachtwache. Ich glaube, der letzte Hinweis ist wirklich das, was ich benötige, weil es gibt keine Verbindung zum Streuner. Da ist die Nachtwache. Die siebte Welle, das Kooperativ. Der Schwindler, die Kammer. Hier haben wir auch noch einen Bezug zu der Kammer. Hier rüber braucht das blaue Giss, die Boxer. Ja, es sind auf den letzten. Ja, sind die letzten mal Informationszettel, was soll ich machen? Müssen wir eben warten. Beziehungsweise hier müssen wir auch noch jemand hinschicken. Schicken wir mal aus München die rüber. Ihr seid mit der taktischen Aufklärung fertig. Seltsame Übertragung. Unsere Leute haben eine ungewöhnliche Funkübertragung abgefangen. Sie war an Fender gerichtet und enthielt nur unverständliche Laute. Als wir Fender damit konfrontiert haben, hat er nur geflucht und war sichtlich aufgewühlt. Er wollte aber nichts weiter dazu sagen. Wir sollten ihn im Auge behalten und auf weitere Übertragungen warten. Fender, das ist doch der, mit dem ich zusammenarbeite. Gut, aus dem Moment keine Bewaffnung. Obwohl, du brauchst auch erstmal eine Ausbildung. Ach, du bist drüben in den USA, ne? Ah ne, du bist in Kuwait-Stadt. Attentat auf Informanten. Taktische Aufklärung abgeschlossen.
Ich brauche Agenten. Deadpan? Achso, du bist im taktischen Einsatzteam. Das kannst du ja wohl vergessen. Ich brauche dich auf dem Feld. Ich kaufe mal eine einfache kugelsichere Weste. Dadurch fallen wir nämlich nicht auf. So, Watchman. Das ist eine MP. Das ist keine Pistole mehr. Dann wirst du halt Bauarbeiter. Wie wäre es, wenn die Lebenspunkte genau andersrum aufgedeckt werden? So, Watchman, du brauchst auch eine einfache kugelsichere Weste. Obwohl, der sollte auch zum getarnten Team gehören, ne? Bin ich noch irgendjemand, der speziell mit der Pistole umgehen kann? Wie viel Geld habe ich überhaupt? 700 noch, okay. Ich meine, dass wir einen Schalldämpfer anbringen können. Ach, Schalldämpfer kostet eh nur 990. Können wir uns nicht leisten. Also entweder ausschalten oder sein lassen. Dann lass uns die Richter mitnehmen. Kannst du wenigstens noch? Nee, kannst du nicht. Und du nimmst bitte noch ein Dietrich-Pack mit. Nein! Ah! Oh. Und hier kann rein, wer will, ist ja egal. Das sind ja nur die Leute, die ein bisschen aufpassen. Von außen. Die gucken ein wenig. Ach, das war die Sache mit den Auftragskiller. Die versuchen unseren Informanten zu töten, der dann mein Agent wird, nachdem ich ihn gerettet habe. So, da starten wir. Direkt neben der Wache, alles klar. Da sind Kameras. Und entweder ist da hinten direkt der Auftragskiller oder unser Ziel. Ja, unser Ziel muss hier oben sein, den wir befreien. Ach, deshalb sehe ich den. Orange. Aber hier unten müsste ich die Kameras ausschalten. Da ist aber auch eine Kamera direkt vor uns. Ach, da muss ich gucken, wer da im Haus ist. Moment, West und Ost möchte ich gerne haben, danke. Pass auf, jetzt bin ich genau vom Gegner. Bin mal gespannt. Our informer is about to be assassinated. Exfil them to safety. 94. Out. Ja, hat nämlich mehr HP als ich. Und die hat natürlich nur Waffen. Die den, ja,
nicht töten würden jetzt auf Anhieb, ne? 61 maximal. Mit der Dao könnten wir einen Kopfschuss machen, das wären 61 Schaden. So, du startest wenigstens direkt an der Kamera. Aber sie kann den Agenten ja ein bisschen unter Aufsicht halten. Da ist unten ist eine Laserverteidigung. Ach, er hängt direkt hier am anderen Sicherheitssystem. Ja, wundervoll. Ah, das ist die Laserschranke aus. So, 5 Beute und 3 geheime Dokumente sollten hier sein. Waschküche ist leer. Vorne ist leer. Hier haben wir einen Schrank mit Beute. Was haben wir hier drin? Leichte Panzerung MK2. Das war schon mal ganz nett. Da haben wir keinen Agenten, sondern einfach nur eine einfache Wache. Und theoretisch komme ich ja total leicht hier hoch nach zum Orange. Kann den befreien und direkt abhauen mit dem. Muss dafür wirklich nur einen Zivilisten und eine Wache ausschalten. Entschuldigung. What the? Bleibt er jetzt erstmal da stehen oder läuft er nächste Runde zurück? Oh, und der kommt zurück. Dann geh du mal hier hin. Also ich stehe hier wirklich hinter der Wand. Mal eben schauen, ob hier in dem Raum was ist. Das sieht aber auch alles harmlos aus, also kannst du schon mal vorrennen zu den geheimen Dokumenten da oben. Übrigens super Startposition. Einfach Bombe. Mal eben gucken. Ach, da ist auch noch was im Schrank drin. Mir kann ja eigentlich nichts passieren. Ich habe ja den Assassination-Typen im Blick. Ja. Müssen halt nur schauen. Vielleicht patrouilliert ihr erstmal 2-3 Runden, um uns einen Vorsprung zu geben. Aha. Dann müssen wir den Typen da rausholen. So, vertrauliche Dokumente. Was ist hier vorne? Guck grad mal. Nicht, dass ich etwas in der direkten Umgebung übersehe. Was läuft denn nämlich weiter zum Fenster oben? Könnte problematisch sein, wenn er zurückkommt. Noch eine leichte Panzerung MK2. Ich überprüfe nur, ob ihr Schraubenschlüssel habt. Ich habe gesehen, sind keine da. Geh jetzt woanders hin. Ist die Frage, wenn ich darüber gehe, um hier die Treppe nachher mal zu nehmen, ob der mich direkt sieht, wenn ich mich hier hinten verstecke. Das ist ein einfacher Wachtmann. Und du bleibst da einfach stehen.
Ich würde dich so gerne umnieten. Aber es geht ja leider nicht. Nächste Runde läuft er wieder zurück. Also verstecken wir uns hier hinter der Mauer. Und du kannst hier die Etage hoch. Die Kameras sind ja alle aus. Da oben sind noch Dokumente, da ist ein Safe. Da ist noch ein Aktenkoffer. Da sind Dokumente. Ich glaube, alle Beutesachen finde ich jetzt aber nicht. Willis steht immer noch da, beziehungsweise jetzt läuft er zurück. Ob ich das aufmache, falle ich auf. Zu welchen Dokumenten schicke ich dich zuerst? Da ist auf jeden Fall eine nette Dame, die hinter den Tresen steht. Das Stück ist abgeschlossen. Das funktioniert, weil er läuft jetzt weg. Er geht dann da wieder an die Seite. Jetzt mein Herzschlagsensor ein. Mal gucken, was noch in der Umgebung ist. Und der Agent scheint wirklich nur von A nach B hier die ganze Zeit zu rennen. Mir kann's egal sein. Soll er doch. Passt wohl nur darauf auf, dass da oben nichts passiert. Und hier haben wir niemanden, der uns stört. Können wir das Dokument fotografieren. Scheiße, ich habe nicht genug Wachsamkeit, den jetzt auszuschalten. Dann befreie ich erstmal meinen Mitagenten. Da muss der das machen. VIP released. Affirmative. Get ready for exfil. Nee, du sollst den hier oben rechts schon ausschalten. Unbefugtes Eindringen ist egal. So, durch die Tür kommen wir durch. SV63 TKB. Der läuft nächste Runde wieder zurück, also wechseln wir wieder die Seiten. Ob ich ihn einer... Ich habe noch nicht probiert, ob ich mit Hilfe des Overwatches einen Agenten, welchen ich anschieße, direkt in einer Runde töten kann. Aber ich glaube, ich kann nicht verhindern, dass es zum Kampf kommt. Wenn eine Waffe nicht darauf ausgelegt ist, wegen Schall und sowas. Ah, die Wache kommt da gleich und guckt. What the? Hurry up.
They'll be here any minute now. Also wenn, dann würde ich in die Richtung gehen, wo der Agent ist. Und solange der hier sein muss in dem Bereich, kann er ja mal die Leichen wegräumen. Was hat der? Wie sieht der eigentlich aus? Das sieht aus, wenn er eine Perücke trägt. What the? Ja, wenn ich die jetzt da unten ausgeschaltet hätte, wäre der jetzt genau in die Sicht reingekommen. Ich hab gesehen, dass unten die Leiche liegt. Beziehungsweise die betäubte Zivilistin. Lauft ruhig schon mal vor. Zivilistin kann der nachher selbst kloppen. Obwohl, hier steht er die ganze Zeit nach vorne gerichtet zur Kasse, aber es ist natürlich schon ein Risiko. Jetzt einfach zu sagen, ja, das, die wird auch schon in den nächsten 12,5 Jahren immer noch in Richtung Kasse gucken. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel Blauäugigkeit, selbst für mich. Wie viele Runden habe ich Zeit, bis die sich auf die Suche machen? Hey. Es läuft die... Oh, jetzt laufen die genau parallel zueinander. Stellen wir den schon mal dahin. So, der geht zu der Wand. Orange. Du hast ja die Leiche da beseitigt. Dann geh du doch erstmal dahinter. War anscheinend Kassendienst. Bleibt so. Sie guckt die ganze Zeit nach da vorne. Wenn mich jetzt jemand sieht da... Ah, scheiße, ich bin ja relativ nah an der dran. Das kann natürlich sein, dass der das auffällt, ne? Aber anscheinend ist es egal. Und jetzt bin ich eh aus dem... aus dem gefährlichen Bereich erstmal raus, aber... Naja. Egal. So, hol die Dokumente. Ich habe irgendwo schon wieder ein... Ah ne, Beute 4 von 5 erhalten. Das ist der letzte Container. Hurry up. They'll be here any minute now. Und denen ist immer noch nicht aufgefallen, dass Orange schon frei ist. Der bleibt wohl auch erstmal stehen. Hey. I'm here. Ich muss den gerade doch nur hier rauskriegen. Alles gut ist dann. So, RP4 erhalten. Volle Beute. Der läuft jetzt bestimmt wieder zurück, ja. Jeez, I thought it was somebody else. In welchem Stock sind wir? Im zweiten. Bedeutet für mich, theoretisch kann ich den rausholen. Kann ich den aus dem Fenster springen lassen. Da unten haben wir zwar einen Wachmann, der läuft aber gerade
nach unten. Selbst wenn man sich gleich umdreht, sollten wir da kein Problem mit haben. Bandyagent guckt zwar gleich aus dem Winkel, aber es sollte, also der sollte mich nicht sehen. Watchman bleibt da unten einfach stehen. Ich schwinge mich mal total unauffällig hier übers Geländer. Und er kann ja total unauffällig da unten hinter das Auto gehen. Weil der dreht sich doch bestimmt... Ah ne, der läuft andere Richtung rum. Was ist mit dir? Du läufst zwar zu den Treppen, du sollst ihn aber auch nicht sehen. Und du gehst wieder einen Schritt zurück. Alles super, wir können sogar rausgehen, ohne dass der überhaupt irgendwas bemerkt. Aber ich möchte gerne den Agenten wenigstens ausschalten von der Feindfraktion. Und ich weiß, wir überziehen gerade, aber es ist okay. Ich werde diese Mission noch abschließen, bevor ich Feierabend mache. I'm here. Der Chef schlägt mich, wenn ich Überstunden mache, deshalb muss ich aus dem Fenster springen. Die bleiben auch alle erstmal stehen. Don't sneak up on me like that. Na, jedenfalls konnte ich nicht sehen, wie die laufen gerade noch. Jetzt sehe ich, wie die laufen werden. So, renn mal weiter. Weil die einzige Chance, ohne dass ich Ärger kriege hier an der Stelle, den Agent zu töten, ist das mit dem Schalldämpfer zu erledigen. Anders werde ich nicht so viel Schaden erzeugen können gegen ihn. Wir können aber schon mal das Evakuierungsfahrzeug anfordern. Aber es dauert 3 Runden. Das kriegen wir hin. So, renn da rein. Verstecken wir dich in der Ecke. Weil selbst wenn die jetzt in die andere Richtung läuft, kann die dir nicht sehen. Dum, 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 dum. What's cooking? Huh? What the? What the hell? Ach, wie krass ist das denn? Hurry up. They'll be here any minute now. Orange ist stark genug, die auszuschalten. Dann nehmen wir die doch mit. I'm here. Na, Watchman hätte auch genau die HP gehabt. Perfekt. Perfekt einfach. Also es kommt eine Wache reingelaufen, aber wir haben sie geschnappt. Und können nächste Runde, wenn das Fluchtfahrzeug jetzt da ist, einfach evakuieren. Und weg. Team evakuiert, Feindagent gefangen. Ganze Beute und alle Geheimdokumente mitgenommen.
PKB haben wir noch gar nicht gehabt, die Waffe. Im Dauerfeuer bis zu 91 Schaden. Ah, die leichte Panzerung ist leider immer noch eine offensichtlich feindselige. Und wir haben Training freigeschaltet für die Anfängerwaffenübung 2. Deadpan war doch schon die ganze Zeit. Ah, wir haben nur einen potenziellen Rekruten mit reinbekommen. Und einen Schauspieler bekommen. Ah, geringere Wachsamkeitskosten fürs Ausschalten. Keine Ahnung, wo ich das Geld noch herholen soll. Aber erstmal sind sie ja eher in der Krankenstation zu schaffen. Und Orange kann erstmal Geld fälschen. So, jetzt machen wir aber Feierabend für diese Folge von Phantom Doctrine. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der Suche nach dem U-Boot. Und wir haben jetzt ja auch ein paar Sachen bekommen. Informationen für die Pinnwand wieder. Um die fertig zu machen. Na, komm nochmal auf die Pinnwand. Ja, da sind sie nämlich. Und denk mal, das wird das ja auflösen. Ach, guck mal hier. Aruba-Bucht Streuner. Ach komm, das machen wir jetzt noch. Weil hier wird bestimmt irgendwas übers Bootshaus drinstehen. Eine Liste der Kandidaten besorgt. Da hat er auch eine kurze Anstellung bei der in braunen dekorierter Kampfpilot. Was haben wir hier? Wie schön die Menschheit ist. Hochwürden, sagte. Okay, da haben wir den Hochwürden und das ist die Verbindung. Zu den braunen. Die braunen. Wo ist das? Da oben links. Silvia Vogelstein. Analysiert, 3 neue potenzielle Rekruten bekommen dafür. Peace.